Willst du GNU entzücken, musst du nur liken und den Abo-Button drücken. Hallöchen, meine lieben Popöchen, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir ein Game, auf das ich mich ultimativ freue, weil die Story schon einfach so extrem cool ist, dass ich sie euch zeigen muss. Es ist interessant, ich habe mega Bock und bin gespannt, wie es ausgeht. Aber zuvor, da das Spiel ein bisschen krass ist, erstmal ein Kommentar für die Seele. Staubi hat geschrieben: Hi GNU, wahrscheinlich wirst du das nie lesen. Doch, tue ich. Aber ich habe dich nun seit einem Jahr abonniert und schaue täglich deine Videos. Oh, das ist so cute. Du zauberst mir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht und ich bekomme immer gute Laune, wenn ich sehe, dass du ein neues Video gepostet hast. Das ist so cute. Ich bewundere dich. Du bist immer ehrlich zu deiner Community und versüßt uns einen Tag. No. Du bist immer offen für neue Games und nimmst unsere Vorschläge an. Ja, wie zum Beispiel Poppy Playtime und sonstige Dinge, die mich jedes Mal quälen. Du bist eine tolle YouTuberin und ich schaue mir immer gern deine Streams an. Du bist toll. Bleibst, wie du bist und ich wünsche dir einen ganz wunderschönen Tag, Abend. Du kannst sicher sein, dass wir alle hinter dir stehen. Wir haben dich lieb, GNU Mama. Vielen Dank, Staubi, für dieses süße Kommentar, Leute. Dankeschön für all die netten Worte. Es ist für mich eine Ehre, dass ich mit meinen Videos eure Laune verbessere oder euch die schwere Zeiten helfen darf. Das ist wirklich das schönste Kompliment. Du redest zu viel. So, jetzt genug sentimental gewesen. Jetzt reißen wir uns zusammen. Jetzt geht's um die verlorenen Körperteile von Maria Gwozdek. Diese arme Frau hat viele Schicksalsschläge momentan hinter sich, beziehungsweise vor sich. Es kommt dann irgendwann eine gruselige Gestalt auf sie zu und bietet ihr an, dass sie sich wünschen kann, was sie will. Jetzt kommt das große Aber. Für jeden Wunsch muss sie einen Körperteil von sich hergeben. Mega geil. Ich hab Bock. Let's go. Gehen wir rein, den Lachs. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt Kommentare. Und abonniert. Würde mich sehr freuen. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben verlaufen wäre, hätte ich ihn nie getroffen. Wäre ich immer noch am Leben? Und wäre es schlimm, wenn ich nicht mehr am Leben wäre? So, das sind also wir. Maria, wir haben noch unsere Organe, das ist gut. Wie fühlst du dich? Editha, ach, das ist unsere Mutter. Mir geht es jetzt schon viel besser, Darling. Wirst du bald kommen und mich besuchen? Ich verspreche es dir, Mom. Sobald ich kann. Ich sehe schon so traurig aus, ist schon so traurig. Wie läuft die Arbeit? Okay, ich meine, es ist ein bisschen chaotisch im Moment, aber es läuft schon ganz gut. Ach, ich bin so froh, das zu hören. Oh, es ist jetzt Zeit für die Medizin. Ich muss gehen. Ich rufe dich morgen an. Tschüss. Oh, das ist schon so, das ist so sad. Ich wurde vor 2 Monaten entlassen und ich bringe es nicht über mein Herz, es meiner Mutter zu erzählen. Oh nein. Ich kann sie auch nicht nach Geld fragen, weil sie gerade so es schafft, überhaupt sich selber mit ihrer Krankheit über Wasser zu halten. Und ich habe Angst, dass ich es noch schlimmer machen würde. Oh, das ist schlimm. Mein Vermieter hat mir gesagt, ich soll meine Sachen packen. Bis zum Ende der Woche. Oh Gott, das bedeutet also morgen. Manchmal kommen Schicksalsschläge echt immer auf einmal. Ich habe auch keine Möglichkeit, woanders hinzugehen. Ich glaube, ich könnte schon ein paar Nächte bei meiner älteren Schwester Caroline oder Carolina übernachten. Sie und ihr Ehemann Albert sind aber zu erfolgreich, um ein Stück Scheiße wie mich, oh mein Gott, länger zu tolerieren. Das ist aber heftig. Ich könnte aber allerdings zu meiner Mutter gehen, nach Martinsburg. Ihre Wohnung, seitdem sie im Krankenhaus ist, ist quasi verfügbar. Das Problem ist, wenn ich hier keinen Job finde, werde ich dort auch keinen finden. Was soll ich jetzt tun? Achso, okay, ich kann jetzt quasi wahrscheinlich meinen Anrufbeantworter abchecken, nach draußen gehen oder schlafen. Ich höre mal den Anrufbeantworter ab, nur in der Hoffnung, dass sich jemand wegen dem Job gemeldet hat. Okay, hallo Maria, hast du angerufen? Wir waren im Kino. Wenn es ums Geld geht, ich meine, es tut mir leid, aber wir können dir nicht helfen. Du musst auf dein eigenes Leben klarkommen. Boah. Lass mich wissen, wenn du was von Walmart gehört hast oder so. Bye. Okay, auch hier kein Support. Wow. Was soll ich jetzt tun? Rausgehen zu Bett. Wir gehen mal nach draußen. Oh, ich höre einen seltsamen Sound hinter mir. Wie gigantische Flügelschläge. Oh Gott, wie gruselig. Als ich mich umgedreht habe, habe ich nichts gesehen. Aber dann, als ich mich zurückgedreht habe... Sie haben dich also nie zurückgerufen. Oh, das ist bestimmt der böse Typ. Woher kam dieser Typ? Und ist es überhaupt ein Mann? Diese Stadt braucht dich einfach nicht. Also keiner dieser Jobbewerbungen hat sich zurückgemeldet. Wer bist du und was willst du? Ich bin Orin. Ich möchte dir einen Deal anbieten. Nie gut. Nie gut, Leute. Nie gut. Nie Deals annehmen mit Männern, die Flügel haben. Oder von Männern, die Flügel haben. Generell, bleib fern von Strangers oder von Fremden. Nein, danke. Bitte finde jemand anderen. Ich kann dir helfen, einen guten Job zu bekommen. Wie soll dieser Deal funktionieren? Wir unterschreiben einen Vertrag und ich werde deine Wünsche erfüllen und dafür bekomme ich deine Organe. Oh mein Gott, was? Heißt also, ich gebe dir einen Job bei Cyberdynamics und du gibst mir ein Ohr oder ein Auge. Oh mein Gott. Hau ab von mir, du verrückter Typ. Ich bin sofort gerannt. Als ich mich umgedreht habe, habe ich gesehen, er folgt mir. Ich bin sofort vom Aufzug zu meiner Tür gerannt. Da ist eine Note
eine Nachricht unter meiner Tür. Ich nahm sie, bin in mein Apartment reingegangen und habe die Tür hinter mir verschlossen. Ich atme. Was war das? Ich bin so verwirrt. Ich bemerkte die Note, die ich immer noch in meiner Hand hielt. Der Vertrag, Leute. Ich stimme zu, dass nach jedem meiner Wünsche ich im Gegenzug ein Organ meines Körpers gebe. Für meinen ersten Wunsch gebe ich dieses Körperteil von mir weg. Ich habe den Vertrag in 4 Teile zerrissen und ihn in den Müll geschmissen. Was habe ich getan, um das zu verdienen? Gott, hörst du mich? Warum ich? Dieser Verrückte wollte mein Ohr abschneiden. Ein Organ für einen Wunsch, sagte er. Ich fischte quasi den zerrissenen Vertrag raus und brachte die Pieces, also die Teile, wieder zusammen. Oh Gott, nein. Ich ging zum Tisch und nahm mir einen Stift und dann schrieb ich, aber ganz ehrlich, ich würde mir doch ein Ohr lieber abschneiden, als ein Auge zu verlieren. Also, weil meine Ohrmuschel soll er nehmen. Ist halt die Frage, ob er jetzt auch das Trommelfeld nimmt, aber ich würde sagen, ein Ohr. Ich lasse den Vertrag auf dem Boden und gehe zurück ins Bett. Ich muss unbedingt schlafen. Der Raum ist ziemlich groß und leer. Dieser Raum absorbiert einfach alles. Meine Schritte sind sehr leise, als ich in Richtung der anderen Wand gehe, um zu gucken, was draußen ist. Auf einmal sehe ich eine andere Präsenz in dem Raum. Ich drehte mich um und dann sah ich eine dunkle Figur mit grünen Augen. Oh Gott, bevor ich reagieren konnte, ging diese Figur auf mich zu und riss mein Ohr ab. Oh Gott, der Raum verschluckte meine Schreie. Oh, das ist ja grausam. Als ich aufgewacht bin, war es draußen bereits hell. Ich nehme auf jeden Fall das Handy. Also ich nehme ab. Hallo. Hallo, Maria Gottsteck. Ah, das ist bestimmt der Arzt, oder? Ja. Ah, oh Gott, das ist der von der Arbeit. Das ist Mark from Cyber Dynamics. Ja, also sie haben quasi meine Bewerbung angeschaut und es sieht so aus, als wäre ich quasi die Person, die hier am besten zutrifft. Ob ich immer noch interessiert an dem Job bin? Oh mein Gott, ja, sofort. Ich kann es nicht glauben, was gerade passiert. Cyber Dynamics hat die größte Konkurrenz überhaupt. Und sie haben mich genommen. Auf einmal erinnerte ich mich an letzte Nacht. Ich rannte zum Badezimmer und schaute in den Spiegel. Eines meiner Ohren war weg. Aber er nimmt ja nur das Ohr. Das heißt, sie kann trotzdem noch hören. Nachdem ich jetzt einen guten Job habe, mag meine Schwester mich auf einmal wieder. Sie hat mich zu sich eingeladen nach Columbus. Oh. Ich habe jetzt meine Haare wachsen lassen, damit ich mein verlorenes Ohr überdecken kann. Ich fühle mich immer noch unwohl in der Öffentlichkeit. Aber ich lerne damit umzugehen. Ich würde mir einfach eine Prothese nehmen. Ich habe sogar einen Freund gefunden. Sein Name ist Tim. Hallo, Maria. Bist du morgen beschäftigt? Okay, ich werde da sein. Ich habe aufgelegt. Aus der Ecke oder aus dem Seitenwinkel habe ich gesehen, dass Tim mich anstarrte. Das ist mein Freund. Du gehst schon wieder zu Omar, der ist eifersüchtig. Liebst du deine Arbeit so sehr? Willst du mehr Zeit mit ihm verbringen als mit mir? Oh nein, die Arme. Tim, das ist absolut lächerlich. Warum redest du so mit mir? Ist es, weil ich kein Ohr habe? Oh ja, genau, jetzt spielst du diese Karte. Weißt du, Maria, ich habe keinen Bock mehr auf das. Ich gehe. Boah, ist aber ganz schön, der Excel escalated quickly. Okay, ich sah Tim aus der Tür raussprinten. Ich bin sehr sauer und verzweifelt und verwirrt. Okay, ich muss etwas tun. Watch TV, call Carolina. Ich rufe meine Schwester an. Hallo Carolina, was ist passiert? Weinst du? Nein, nur ein bisschen. Tim und ich hatten gerade gestritten. Ich glaube, er hat mich gerade abserviert. Oh, was ist passiert? Er hat sehr gemeine Dinge zu mir gesagt und hat mich behandelt, als wäre ich sonst was. Because of my ear, wegen meinem Ohr. Aber das stimmt doch gar nicht. Er hat doch gar nicht wegen ihrem Ohr sie so behandelt. Ich würde nur hoffen, dass er wüsste, wie es ist, wenn man einen Teil seines Körpers vermisst. Ich glaube, es ist besser so. Oh Mann, Maria, können wir später callen? Okay, ja klar. Danke fürs Zuhören. Na, immer doch. Tschüss. Ich habe mich entschieden, wieder rauszugehen und ein bisschen durch die Stadt zu laufen. Als ich aus dem Apartment rausging, habe ich die Tür hinter mir zugeschlossen und ich hörte wieder ein komisches Geräusch aus dem Aufzug kommen. Ich drehte mich um. Oh, ist wieder Orin. Lange nicht gesehen, Maria. Warum bist du hier? Um deine Wünsche zu erfüllen. Da hast du doch bereits. Ich habe keine weiteren Wünsche. Hast du etwa nicht die Bedingungen des Vertrages gelesen? Es ist ein lebenslanger Vertrag. Jedes Mal, wenn du einen Wunsch machst, werde ich dafür sorgen, dass er wahr wird. Oh mein Gott. Aber ich habe keine Wünsche gemacht. Vor ein paar Minuten hast du doch noch gesagt. Ich wünschte, er würde wissen, wie ich mich fühle. Oh mein Gott, das muss ich ja voll aufpassen, was ich sage. Was? Das kannst du doch nicht ernst meinen. Ich werde deinem Freund Timothy dazu bringen, dass er versteht, wie es ist, einen Körperteil zu verlieren. Und du gibst mir dafür einen Körperteil von dir, damit dieser Wunsch wahr wird. Oh nein! Ich sag mal, bitte tu ihm das nicht an. Ich muss es tun. Das sind die Bedingungen von unserem Vertrag, Maria. Welchen Körperteil möchtest du mir dafür geben? Dein Arm oder dein Bein? Willst du entscheiden oder soll ich es tun? Ich könnte auch dein Herz nehmen, wenn du... Oh mein Gott, das ist ja grausam. Nimm meinen Arm, mein Bein. Ich würde sagen, mein Arm. Aber Arm ist scheiße. Ich glaube, lieber Bein. Ich weiß es nicht. Es ist beides so kacke. Dann nimm meinen Arm. Aber kannst du bitte Tim in Ruhe lassen und allein lassen? Ich flehe dich an. Nimm einfach meinen Arm.
Verletz ihn nicht. Es ist zu spät, Maria. Sei vorsichtig, was du dir wünschst. Oh Gott, ich bin zusammengebrochen. Und ich möchte vor allem nicht aufwachen ohne einen Arm. Außerdem möchte ich nicht, dass Tim etwas passiert. Und selbst wenn ich Tim warne, kann ich Orin wirklich stoppen? Oh scheiße, dann ist sie eingeschlafen. Wieso immer Juli 667? Ich verstehe das nicht. Ich fand mich wieder in diesem Kaminraum. Ich bemerkte etwas auf der gegenüberliegenden Wand. Ein Fenster. Das könnte ein Weg nach draußen sein. Ich rannte zum Fenster. Aber als ich näher kam, realisierte ich nur ein Gemälde. Könnte etwas hinter dem Gemälde sein? Ich machte das Gemälde weg und sah ein großes Loch in der Wand. Auf einmal kam ein langer, dunkler Arm aus diesem Loch heraus. Er packte meinen Arm und fing an, daran zu ziehen und riss ihn mir ab. Oh Gott! Bevor ich das Bewusstsein verlor, bemerkte ich wieder grüne, teuflische Augen, die mich anstarrten. Der folgende Tag. Ich wachte auf mit einer Prothese. Oh, krass. Oh mein Gott! Oh nein, ich will es gar nicht übersetzen. Also an diesem Tag habe ich erfahren, dass Tim betrunken in einer Bar in einen Kampf kam und ihm ein Auge ausgestochen wurde. Ich habe Tim besucht im Krankenhaus. Und er sagte mir, ich sollte rausgehen. Ich glaube, er gibt mir die Schuld für das, was passiert ist. Ich glaube, er hat keine Ahnung, wie recht er damit hat, aber echt. Ich habe allen erzählt, dass ich eine Infektion im Arm hatte und deswegen jetzt eine Prothese hatte. Carolina glaubte mir nicht. Sie dachte, es hat etwas mit Tim zu tun. Ich glaube, sie denkt, dass er mir gegenüber gewalttätig war. Ach, krass. Omar brachte mich zu einem weniger körperlich anstrengenden Job. Das Geld ist immer noch gut. Er hat mir sogar eine Beförderung gegeben. Ich bin immer noch angeekelt von mir selber. Meine Mutter geht es nicht gut und ihre Prognose ist auch nicht gut. Ich fange an, Leute zu meiden. Ich limitiere meine sozialen Interaktionen. Die Albträume über diesen Kaminraum werden immer öfter. Es gibt keinen Weg hier raus. Oh Gott, es ist so schrecklich. Oh, so Carolina ist da. Hey, dear. Hi, Albert. Ach, sie hat die Prothese. Oh, das ist ja schrecklich. Heute ist es sehr schlimm. Ich habe immer noch Phantomschmerzen. Kann ich dir in der Küche helfen? Danke, Maria. Aber wir haben schon fast alles fertig gemacht. Warum setzt du dich nicht einfach ins Wohnzimmer und redest ein bisschen mit Doug, also mit ihrem Sohn? Oh ja, okay, lass das machen. Es ist Doug's 6. Geburtstag heute. Hi Doug, happy birthday. Hi Maria, bringst du mir ein Geschenk? Natürlich. Oh nein, Dad hat mir gesagt, ich soll mir einen Wunsch machen. Did you think of one? Hast du an einen Wunsch gedacht? Ja. Aber ich kann hier nicht sagen. Was ist dein wichtigster Wunsch? Oh nein, sag's bitte nicht. Doug, check nicht, wie unangenehm mir es ist. Ich weiß es nicht, Doug. Ich habe viele. Aber wenn du nur einen Wunsch hättest, nachdem du fragen könntest, den allerwichtigsten, was wäre es? Es ist schwer, das jetzt einfach so zu sagen. Komm schon, jeder hat einen Wunsch. Tell mir deinen, sag mir deinen, bitte, es ist mein Geburtstag. Ich kann nicht mehr von meinen Wünschen davonrennen, oder kann ich? Es gibt so viele Dinge, die ich mir wünschen würde, dass sie passieren würden. Wieso wünscht sie sich denn nicht einfach, dass sie den Vertrag niemals unterschrieben hätte und alles wieder so ist, wie es einmal war? Also ich würde mir wünschen, dass ich wieder mein altes Leben zurück habe. Was ist deiner? Dein größter Wunsch, also wieder meine Körperteile zu haben, dass meine Mutter besser geht, den Vertrag zu brechen, den ich gemacht habe. Ich habe keine Wünsche. Aber wenn ich jetzt den Vertrag, den ich unterschrieben habe, wieder rückgängig machen möchte, dann habe ich ja immer noch keine Körperteile. Also vielleicht, ich möchte meine Körperteile wieder zurück. Das würde mich mal interessieren, um meine Körperteile wieder zurückzuhaben. Weil wenn ich jetzt der Mutter wieder helfen, muss ich wieder einen abgeben. So kriegen wir vielleicht mit, was das Spiel daraus macht. Okay. Jetzt ist es vorbei. Ich habe schon wieder etwas mir gewünscht. Und jetzt weiß ich, was wieder kommen wird. Ich ging ins Badezimmer. Diese Phantomschmerzen killen mich. Nur noch einen Moment, okay? Ich komme gleich. Kit sagt, hi Maria. Oh, mein Gott, du bist es. Oh nein, das hat jetzt. Oh, meine Orin hat jetzt die Form des Kindes angenommen. Wer sonst? Du hast einen Wunsch gemacht. Ich bin hier, um ihn dir zu erfüllen. Was wirst du mir dafür geben? Eine Niere oder eine Lunge? Auf jeden Fall eine Niere, weil eine Lunge habe ich nur eine. Also wenn ich jetzt die Lunge gebe, bin ich tot. Ich gebe ihm die Kidney, weil davon habe ich zwei. Aber wirst du mir wirklich meinen Arm, mein Ohr wiedergeben? Natürlich. Das wäre jetzt eigentlich ein Tausch, wo man sagen könnte, es gibt ja viele Menschen, die haben dann irgendwie nur eine, also nicht viele, aber es gibt Menschen, die haben nur eine Niere. Jetzt hätte ich wieder mein Ohr und meinen Arm zurück. Das heißt, ich kann doch jetzt im Prinzip einfach aufhören mit Dinge zu wünschen. Okay, Juli 67. Ich bin wieder im Kaminraum. Und ich sah eine Tür in der Ecke und konnte es nicht glauben. Das ist meine Chance zu entkommen. Ich rannte zur Tür. Ich kann frische Luft spüren, die aus der Tür von draußen kommt. Eine dunkle Figur erschien. Oh mein Gott. Und stand im Türrahmen. Diese grünen Augen starrten mich wieder an. Ich erwartete, dass die Kreatur mich attackierte. Stattdessen blieb sie einfach nur im Türrahmen stehen und blockierte somit die Tür und schloss die Tür hinter sich. Ich schlug mit meinen Fäusten gegen die Wand immer und immer wieder, bis meine Knochen knackten und meine Hände anfangen zu bluten. And the Kamin Surface absorbed my blood. Ugh. Ich wachte auf nach ein paar Stunden und bemerkte am Morgen, dass mein Ohr und mein Arm wieder da waren. Ich verhielt mich ruhig, weil jeder noch schlief. Ach, ich bin immer noch bei der Carolina. Später ging ich zum Krankenhaus. Der Doktor
stimmte zu, dass eine meiner Nieren fehlte. Die fehlende Niere hat nur einen kleinen Effekt auf mein Leben. Also sie fühlt sich immer noch incomplete, also ihr fehlt halt was. Ich bin froh, dass ich mein Ohr und meinen Arm wieder zurück habe. Aber sie fühlen sich irgendwie fake an, also nicht echt. Ja, vor allem, was sagen denn dann die Schwester dazu, wenn sie auf einmal wieder einen Arm hat? Meine Mutter starb im Monat darauf. Ich fühle mich sehr schlecht, dass ich Orin nicht gefragt habe, sie zu heilen. Haben wir jetzt halt echt gar nicht gemacht. Also ich habe jetzt gar nicht mich auf die Mutter konzentriert. Aber ich glaube, am Ende werden wir halt eh sterben. Carolina und ich fangen wieder an, uns zu distanzieren. Fühlt sich irgendwie, sie merkt, dass ich halt durch diese Erklärung, warum mein Ohr und mein Arm wieder da sind, dass ich irgendwelche Experimente mit mir durchführen lasse. Ich rannte in Tim. Er ist besoffen und unrasiert. Oh Gott, und er kennt mich nicht einmal mehr. Ich habe meinen Job bei Cyber Dynamics gekündigt und bin nach Columbia gegangen. Ich habe dort einen Job gefunden und habe mir ein Studio-Apartment gemietet. Ich bin sehr froh, dass mich hier niemand kennt. Aber wieso? Jetzt habe ich den Job gekündigt, für den ich mein Ohr aufgegeben habe. Ich sehe immer noch die Träume vom Kaminraum. Auch wenn ich träume, weiß ich, dass ich aus diesem Raum nicht rauskomme. Ich habe mich entschieden, nie wieder einen Wunsch zu machen. The Missing Parts of Maria. What's that? Geiles Game, Leute. Richtig, richtig geiles Game. Ich würde mir mehr davon wünschen. Wir haben jetzt eigentlich so gut wie alles für unsere Gunsten entschieden. Ich glaube, wir haben noch die Möglichkeit, die Mutter zu retten und uns dafür selber zu opfern. Wir konnten ja zum Beispiel zwischen Ohr und Auge entscheiden, zwischen Arm und Bein, zwischen Lunge und Niere. Ich glaube, wir können sogar unser Leben beenden, dafür das andere besser leben. Falls ihr das sehen wollt, lasst viele Daumen nach oben da, dann weiß ich Bescheid, dass ein nächster Part kommen soll. Ich würde sagen, ab 15.000 Likes weiß ich Bescheid und mache eine neue Folge draus. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank und lasst viele Daumen nach oben da. Abo und Kommentare würde mich sehr freuen. Jetzt raus!